Und da sind wir wieder zurück bei Hearthstone Arena mit dem Paladek und mir und Amaya. Hallo. Hallo. So schlecht sieht das mit dem Parler ja gar nicht aus. Ihr habt es so gewollt. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Gegen einen Magier, alles weg. Ist immer nicht so schlimm, wenn man nicht spielen kann, wenn man die Weihe schon hat. Dadurch haben wir immer noch die Antwort auf viele Minions, die wir nicht weggekriegt haben. Und die Hero Power ist halt sehr schön vom Paladin, weil die Schaden absorbiert. Sei es einfach nur zwei Mana vom Gegner mitzunehmen. Wir haben kein Problem damit, unser Mana zu delayen. Wir haben ja nicht zum Spielen. Wobei ich immer noch gerne die Coin hätte, wenn ich nicht eine Hero Power rauscoilen können, um seine Hero Power zu fressen. Was soll ich denn? Mana-Wurm, Coin, Schild? Nee. Okay. Melde mich zum Dienst. Unter Umständen spiele ich dann keine Weihe, sondern zahle sie das Ding. Ja. Wahrscheinlich. Hängt davon ab, ob er jetzt coint, um irgendwas zu buffen, um mir Schaden zu geben und um den zu traden. Verwüster. Okay, das ist problematisch. Den kriegen wir nicht so leicht weg. Melde mich zum Dienst. Das wäre Schwert sehr schön zu haben. Wieder. Lass die Schmerzen sprechen. Ja, wo ist es denn? Okay, das wird jetzt keine schöne Weihe, deswegen mache ich es auch nicht. Weil er zieht eine Karte davon und ich töte nur einen Mini damit. Deswegen silence sich jetzt Eure Magie wird euch nicht den Demolisher. Dann ist er, selbst wenn ich nicht wegkriege, erstmal kein Problem mehr. Frisst da trotzdem Mana mit einem Ping vielleicht oder den da und einen Zauber oder so. Der hat mir Glück gewünscht. Glück gewünscht. Okay. Ja, das 12er Siege ist ein bisschen schwerer. Da haben wir leider nicht die ideale Kurve erwischt. Eins für eins. Und das Ding ist gesilenced. Hätte schlimmer sein können. So, wenn ich bis 109 warten kann, gucken wir mal, ob er den Drachen liegen lässt. Es ist irgendwie, ja. Ja, wir hätten leider nicht machen können, weil wir hätten eine Weihe zu spielen mit einem Minion, das bringt mir herzlich wenig, weil ich krieg's dann trotzdem nicht weg. Ja, ich Pyro weiß. wäre jetzt schön zu ziehen, weil dann würde man zwar zwei Karten geben, aber das Board clear haben. Das ist auch noch absolut okay ist für mich. Aber ich glaube, es war die richtige Entscheidung, den hier zu silencen. Was soll ich nur tun? Auf jeden Fall, also. Ich glaube, der ist mit Abstand der gefährlichste von der Gruppe. Auf jeden Fall, weil nämlich der kann so viel Glück haben, dass er uns jedes Minion andatscht und dann kann er so gut trainen oder so. Das ist gefährlicher. Vorteil ist, er kann den nur mit dem und Ping nicht mehr töten. Das heißt, er muss noch irgendeine Karte spielen oder noch eins von den beiden reintraden. Und dann ist das Board auch schön clear. Dann brauche ich gar nicht die Weihe, um noch was zu clearen. Oder lässt ihn stehen, gibt mir ins Gesicht und dann habe ich eine schöne 3-Damage-Weihe. Ja.
Das heißt, dass selbst wenn es ein Feuerball ist, den er dafür verwendet, wäre es auch okay. Einfach nur ein Frostball, weil dadurch kann er quasi die Minions behalten. Er hat noch keine Antwort. Zieht eine Karte. Hat getopdeckt. Ein Yeti. Und trade ihn komplett. Ja, dann brauche ich keine Weile. Dann eben nicht. Und gegen Yeti spiele ich den Ogre. Ja. Den großen Bruder. Sollen die sich die Köpfe einschlagen? Sollte der einen Remul fressen, spiele ich nächste Runde den Wächter der Könige, der auch den Yeti töten kann. Sollte der einen Remul fressen, habe ich dann ein Problem. Mein HP ziemlich los dann. Ich frage mich, ob. Ich frage mich, ob. Wollt ihr etwas in die Luft jagen? Gut. Oh, schön. Das Dingo. Okay. Den kriegen wir im Moment nicht weg. Und dann mein HP doch eine Runde geht, alle mir einfach hoch. Yep. Hätte ich Mana gehabt, hätte ich zweimal beigespielt, aber fehlt leider noch. Haben wir ja leider nicht. Jetzt shreddet er den da, wunderbar. Hat zwei gekillt, zwei für einen. Ich habe natürlich jetzt vier Schaden gemacht, aber gut. Ja, mein Gott. Der könnte jetzt einfach. Oh, oder nicht? Zweimal bei wird ziemlich verlockend. Oder einmal bei und einmal reinhauen mit Gottes Schild. Das ist jetzt echt verlockend, ne? Jetzt zwar nicht mehr so verlockend. Ach, Mann. Macht der denn? Gut, dann mache ich es jetzt aber trotzdem anders. Und zwar gebe ich ihm ein Gottes Schild. Töte den da. Und heile ihn. Der denkt sich auch gerade, die Palas und ihre Heals. Mann. Ein Flamestrike würde jetzt trotzdem das Board clearen für mich. Das heißt, ich werde in der Aggressor nächste Runde, könnte wunderbar schmieden und Wichtermeisterin spielen, um dann nächste Runde einen sehr starken Frostwolf rauszuhauen. Ja, der wäre schön. Die Wahrheit ist mein Schild. Der wäre richtig schön. Macht aber nicht. Das ist jetzt für mich nicht so schlimm. Selbst wenn er nicht tradet. Gut. Ich habe jetzt absolut kein Problem, da jetzt eine Weihe reinzuhauen. Mhm. Das ist zwar 2 für wie viel mal der getötet hat. Brauchen wir keine Weihe. Ach gut. Dann lieber keine Weihe. Frage ist. Ja. Trotzdem die Wichte. Wobei wir haben so einen Kartenvorteil, ja, hast recht. Ja, es ist zwar auch Flamestrike gerade so, aber das fände ich jetzt nicht so schlimm, wenn diese Gammel-Minions jetzt Flamestrike-Ding. Der hat seine schöne Aufgabe getan, der damit auch. Das ist, glaube ich, kartenmäßig haben wir hier den Vorteil. Mhm. Und sollte er die nicht wegkriegen, haben wir einen sehr schönen Frostwolf nächste Runde. Was soll ich nur tun? Top-Deck-Karte, Arkan-Golem. Die will ich immer erstmal töten. Ja, okay. Das ist gut für ihn, weil er halt schon meine Karte weg hat, aber. Ja, ich würde jetzt trotzdem. Ich würde den hier spielen und einmal Weihe machen. Ich würde jetzt zwar den hier pingen. Oh, schön, dann können wir so noch den behalten. Muss ich nicht so noch mal pingen. Ja, wohl nicht. Ich hebe mir Erlösung lieber auf für irgendwas, was der aufstehen kann. Ja.
Das wären dann 6 Sechser. Das wären 4 Sechser. Die 6 Angriffe machen jetzt gerade den Braten nicht fett, dann. Guck mal, lieber mal was anderes machen. Ich würde lieber gerne irgendwas erlösen, was Gottes Shit oder Stealth hat. Das bringt nämlich viel mehr. Haben wir eigentlich nicht. Wir haben nur den Panther, ja. Aber gut, bei einem Mage ist das jetzt nicht so wirklich, ob er Stealth hat oder nicht. Mhm. Ein Meer der ist Stealth, der ist dann weg. Hallo. Kennst du schon meinen guten Freund Blessing of Kings? Ich will nur kurz überlegen, ich könnte dem Blessing geben, das wäre ein 8-4er, würde sterben. Dem Blessing wäre ein 8-10er, würde überleben mit 2 HP. Dann müsste ich auch noch Weihe spielen. Gut, wäre vielleicht ein gewisser der Schlange benutzt. Ja, auch wieder war. Und Weihe. Rein damit. Minion. Melde mich zum Dienst. Frag mich, was der gerade auf der Hand hat. Pyro möglicherweise. Bitte nicht. Wir haben nur 15 HP. Das ist absolut akzeptabel. Kältekegel. Gut, ich kann da postieren. Aber noch eine Karte, die er gefressen hat. Letzte Karte ist eine Kobra. Und wir haben den Kobra-Töter. Yay! Einmal Token. Und. Auch wenn es nichts bringt. Erlösung spielt, damit wir ein größeres Token haben nächste Runde. Also damit wir Frostwurf in 6-6er wird. Ich würde es machen. Kann man machen. Das ist völlig okay. Auch wenn es blöde ist, aber irgendwie. Also, an sich gegen den Magier das bringt das überhaupt nichts, weil der Magier ist eh einfach pink. Nee, ist dann nochmal. Ja, aber. Melde mich zum Dienst. Sieht er sich vor, ist der blöd, an, aber. Ich hab hier den hier. Ja. Vielleicht kann ich meine göttliche Gunst nicht benutzen, weil keine Karte aufheben wird jetzt. Aber. 7-7er. Nee. Macht keinen großen Unterschied. Pinkt dann trotzdem mit dem Feuerball Ping weg. Wird dem jetzt aber dann. Nö. Auch jetzt kein Gottesschild geben. Warum? Weil er Schieb hätte und dann wäre das Gottesschild komplett futsch. Feuerball, ja, okay. Ja. Schieb. Bleh. Und Ping. Gottesschild wird einfach nur einmal Ping und dann Feuerball spielen. Also. Nee, er pinkt. 1-1. Da können wir diese Kotterschiff benutzen, um meinen auf 3 HP zu halten. Hab eh noch eins. Nicht mit mir. Ja. Kommt ja immer wieder. Oh. Wir haben noch eins hier drin irgendwo. Da wir haben 3 davon. Hatten wir 3 davon? Wollt ihr etwas in die Luft? Ich weiß es nicht. Haben wir 3 davon? Echt? Oh, das war ein guter Bomber. Gut, dann trade ich halt damit. Ah. Als ob wir das nicht schon vorhatten. Wobei jetzt nicht mehr. Nö, jetzt nicht mehr. Das kann Gottes Shit haben. Bärchen. Ja, das bringt jetzt natürlich noch viel. Ja, natürlich. Was ziehen wir noch? Irgendwas. Wir ziehen eine Mechanikerin. Yeah, und die spielt göttliche Gunst. Für nichts. Oh, keine Karte gekriegt. Schade. Am meisten machen wir so Schaden. Datsch, datsch. Yeah.
Deswegen gehört die Gunst nicht allzu gut, wenn man das so rum angreift. Aber halt gerade gegen Druiden oder Schurken mit ganz viel Card Draw kann man einfach sagen, tja, dann ziehe ich auch mal welche mit. Gut, eigentlich hat ja ein Mage auch ganz gute Card Draw, aber, Wir haben Intelligenz Kontrolle gehabt. Also er hatte keinen Flamestrike im Deck demzufolge. Oder hat ihn gezogen aus den letzten 10 Karten. Oder wahrscheinlich auch keinen Blizzard oder so, also der hat wahrscheinlich keine AoEs. Außer die Con of Gold, ja. Sarah-Wahl. Da haben wir unseren Schurken. Panther und Ding schmeiß ich mal weg. Beide sind sehr Opfer, also der eine ist zu hoch und der andere ist Opfer. Dann kriegt man einen Hammer und da der Schurke nächst, also er kann den Drachen nicht direkt töten, wenn ich nächste Runde rauscoine. Es gibt, glaube ich, keine Schurkenkarte, die das kann, außer er spielt jetzt in zwei einer Minion. Dann würde ich Hero Power coinen. Da die Party OV okay ist, weil sie im Feld bleibt, kein Problem, einen 3-2er zu coinen, obwohl man keinen 2er Zug hat. Weil der nicht removalbar ist. Gut, tauschen Drachen. Ja, das ist okay. Ein Drache gegen Drache. Ich würde es nämlich nicht riskieren, dass er ein tödliches Gift hat, weil es in der Runde absolut möglich ist. Waffentödliches Gift und das wäre dann ein Verlust für mich gewesen. Zumal auf Board Control weg wäre. Jetzt opfert er quasi. Das ist für mich nur gut, weil wenn er jetzt tödliches Gift benutzt, um die Wichtelmeisterin zu töten, muss er nochmal sein Dolch benutzen. Also wieder keine Runde. Und sollte er was spielen, gut, kriegt es einen Hammer oder ein Schwert. Ich würde erst das Schwert und dann den Hammer. Haben wir zwar nur einen Mini-Putzi auf dem Feld, aber. Ist das wirklich Hammer? Ja, in dem Moment würde ich lieber hammern. Okay. Wobei, er hat recht, das Schwert ist, glaube ich, besser. Weil dadurch haben wir nächste Runde was wir machen können, weil wir nur einen Schaden auf dem Feld und können Kontrolle erlangen über das Feld. Und haben dann quasi hier einen 5-Schaden-Burst auf Level 6. Ah, die 3 AP haben mich so angelacht, da wollte ich den Hammer drauf werfen. Ja, es ist schon. Na gut. Klar, aber dagegen muss ich leider nur eine Hero Power spielen. Ja. Ist aber auch noch okay. Aber muss gegen den Schurken weg, das Ding. Viel zu gut für den Schurken. Ja. Buff deine Hero Power. Kann nur. Quasi permanentes tödliches Gift, lang die auf dem Feld ist. Meine Augen sind. Ich bin letztens einer, der hat den uns geklaut. Da kommt der Hammer. Das ist jetzt ein Hammer. Jo. Hammer. Ich bin auf zweier Minions. Hero Power. Ja. Da hinten. Melde dich zum Dienst. Töten ihn mit einer Schritten. Ja. Sehr, sehr langsam. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn er mal ein paar kleine Minions rausspielt, jetzt, dass wir eine Weihrauch raushauen können. Natürlich nicht. Er gibt uns ins Gesicht, oder was? Ja. Das heißt, wir spielen doch jetzt unsere Weihe, weil das Ding ist sonst zu gefährlich, das liegen zu. Obwohl, nee, Quatsch. Ich hätte. Ja, Sturmwind. Champion und. Ach, recht. Stimmt, der macht ja auch Bonusschaden. Ding? Nächste Runde mache ich mir Sorgen um meine HP, den zur Folge spiele ich dann Wächter und Erlösung. Spielt ihr gern mit Feuer? Oh. Okay, in dem Moment gefällt mir Wächter und Erlösung sehr gut.
Oh, fast falsch gegriffen. Okay. Na, den wollen wir nicht. Den da wollen wir. Und Erlösung. Ich nehme nämlich den hier rein, und dann ist der weg und dann steht er wieder auf. Ja. Ja, kein Hero Power, um es abzuschließen, hat 5 Schaden genommen umsonst. Er kann es sich kaum leisten, den Zauber reinzusetzen, weil dann... Ah, gibt mir ins Gesicht. Ach ja, klar, er will das Get Down prüfen. Ah, ja. Stimmt. So, was für eins. Selbst wenn es ein Attentat ist, dann tauschen wir ein Attentat gegen eine Erlösung. Ich weiß gar nicht, warum das dann funktioniert. Wenn er Attentat macht, löst dann erst das aus oder erst das aus? Das weiß ich auch nicht. Er hat aber keins. Gut. Dann in dem Moment würde ich eine Weihe spielen. Aber dann bringen wir nicht viel um für eine Weihe. Ich würde lieber dem Gotteschild geben, den 4-4er töten. Lasst mich nach. Damals war es das Risiko, dass der Agentum möglich wieder aufsteht, aber. Dann müssen wir damit leben. Wenn ihr ihn haben oder wenn ihr nicht haben. So, dann lege ich auf die andere Seite noch eine Hero Power. Und. Ah, okay, die Schmiedin, ja. Ja, Schmiedin. Bitte kein Control, Fiesling. Du musst die Schmiedin. Was tun? Hier geht uns weiter ins Gesicht. Hat vielleicht ein Leeway gezogen? Könnte sein, aber ich würde dann jetzt eine uns komplett ins Gesicht. Ja. Bei 2 in den 2-4 rein und Weihe. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie Attentat das sich auswirkt. Ja. Das muss ein Attentat sein, sonst hätte er es nämlich nicht hier drauf gehalten. Er traut sich aber nicht. Nee, er überlegt, wen von beiden er attackieren möchte. So viele Möglichkeiten. Ich muss mich bald entscheiden. Mäulchen. Okay, dann stirbt er gleich wieder auf. Okay. Melde mich zum Dienst. Der Vorteil ist, dass das so lange dauert, dass er jetzt überlegen muss, was er macht. Na gut. Ah, hat noch rausgekriegt. Okay. Problem ist, der stirbt jetzt umsonst. Aber das kann man nicht verhindern. Er stirbt sowieso. Ja, dann nehmen wir noch so viel mit, wie es geht. Wir könnten Panther, Hero Power, Frostwolf. Ich glaube, ich das Stärkste verhindern können. Die schon wieder in die Mitte. Und darüber. Vorteil ist, er will bestimmt keine 5 Schaden mehr ins Gesicht nehmen. Hat er vielleicht Dolchfächer? Oh, Messerjongleur. Und das ist das Attentat wahrscheinlich. Jetzt nimm's endlich! Jetzt halt dich immer hin und dann mach nix. Ich frage mich, ob. Oh, das ist ein Betrayal. Weil ich packe meinen jetzt gerade perfekt sein für Betrayal hin. Das heißt, er hat immer nie ein gutes Ziel für Betrayal gehabt. Jetzt kann er nur den Panther töten. Lepragnom. Gut. Eure Magie. Zauberbrecher. Okay. Ja, aber. Den Panther haben wir getroffen. Fein. Doppelweihe. Gut, ich würde jetzt Weihe. Denn nur eine Karte will ich Doppelweihe spielen. Und Nero Power.
Mhm. Also nehme ich fast tot dadurch. Das war's. Melde mich zum Dienst. Okay. Will ich noch selbst mal begehen? Oh. Den nehme ich jetzt noch mit. Hüha. Oh. Zum Teil hätte ich immer so gerne einen Talnos oder sowas. Einfach nur, um die Weihe auf 1 stärker zu machen. Weil ich meine, der Feuerfuß ist doch schon okay, aber der killt immer meine ganzen Hero-Powers direkt mit. Ja, Talnos ist in so... Gerade in solchen Decks ist der wahnsinnig super. Also auch Holy Nova oder so, der bufft der ja auch extrem. Okay. Eigentlich behalte ich das so. 2, 3, 4. Ja, eigentlich kannst du es behalten. Ovis, wir haben die Coin nicht. Hätte ich gerne. Guter Tausch. Für diejenigen gebe ich ihn gerne auf. Ja. Ja, das ist halt nicht mit dem Coin, weil jetzt Hero Power, weil halt schon die Maus drüber. Es gibt kein chargendes 2-Mana-Tier. Nicht, dass ich wüsste. Ich würde maximal Murloc. 2 Eber hier reinschicken. Dann hätte ich ein Problem. Da, ja, dann das wäre fies, aber. Hat er nicht? Für mich ein Trade erlauben? Gut, die 2 Schaden nehme ich jetzt ins Gesicht. Bringe mich jetzt nicht um. Nee, noch nicht. Das Gesetz allerdings, dass ich. Gott, das schätze ich leider nicht. Geh mal weg. Und geht er weg und. Ja. Aktiviere den Mentalkontrollomat TC-130. Der auch schon mal raus. Tauscht halt 1:1 leider. Und ich bin die Wichtelmeisterin. Vermiesen wir in den Multishot. Ja, damit kannst du vermieten. Nächste Runde kommt die hasserfüllte Schmiedin und zwar nach. Links, würde ich sagen. Meine Vorfahrt über mich achten. Naja, das ist lästig. Ja. Die Runde jetzt nicht an. Nö. Eigentlich glaube ich. Egal bei einem Hunter. Nö, Explosionsschuss. Der geht aber nicht überall hin? Ne, der könnte jetzt hier rein und würde die halt auf 1 runterhauen. Ja. Aber jetzt mit dem Effekt, ich will ja einfach nur ein schön großes Tier haben für den Sturmwind. Der würde jetzt eh hier reinhauen. Ich frage mich. Ich zeig's mal. Genau. Da. Ja. Jetzt die Hunde loslassen. Oh Gott, nein! Genau.
Oh nein, nein. Perfekte Kombo in der Hand gehabt. Und der nein. ist ziemlich groß. Aber ja, nicht groß genug. Ich habe eine schöne Antwort darauf nächste Runde. Ja, ja, hast du aber. Ja, eine sehr gute Antwort. Ja. Gott. Ich würde so kotzen. Wenn das mein Gegner machen würde. Schön gebufften Hyäne weg. Oh. Deswegen mag ich diese Gottes-Shit-Fuzzi so sehr. Das ist ein purer Removal. Na, jetzt guckst du mal. Ich frage mich, ob... Mhm. Oh, er hat Angst, dass du Waffe hast. Okay. Das wäre jetzt ein schlechter Trade für mich. Oder auch nicht. Allerdings muss ich mir überlegen, ob ich noch einen Gotteschütz spiele. Mhm. Weil er hat eh noch eine Eule. Der hat noch eine Eule, ja. Also... Melde mich zum Dienst. Ist natürlich jetzt perfekt platziert worden für den Explosionsschuss, das fällt mir gerade auf. Mhm. Sehr schön. Aber die Eule macht mir ein bisschen Sorgen. Ja, ja gut. Dann spiele ich jetzt in dem Moment. Ich bin das Feld vorbereiten für den Sturm-Champion. Ja. Weil er wahrscheinlich gesilenced wird dann, da hast du immer noch einen, der dann den eigenen auch noch buffen kann. Ach, er soll die Eule wieder spielen, die hängt sonst da ewig. Explosive? Wahrscheinlich. Wieder den Löwen oder was? Nein, Drachen. Okay. Ja, für den spielen, dann die beiden kleinen reintraden. Soll das ein Snipe sein, überlegt das auch? Nein? Okay. Dich da rein. Dich da rein. Wir testen, was es ist. Ja. Sprengfalle. Ja. Ah, okay. Ja. Oh, das ist okay. Dazu. Melde mich zum Ding. Und jetzt kommt die Eule wieder wahrscheinlich. Jetzt kommt die Eule auf den hier und dann spiele ich einfach meine eigene nochmal. Ja. Genau. Bei denen würde ich dann nach rechts spielen. Auch wenn da dann zwei Minions mit 2-2 daneben stehen. Aber lieber den gesilenzten 6-5er dann da haben. Ich lass die Runde. Wenn sie leben dann. Ja. Benötigt ihr einen Segen? Okay. Okay, jetzt haut er alles raus. Weil? Sehr schön. Nicht schlecht. Nee. Also ich will dann Sturm mit nochmal. Mhm. Ja. Du nee, jetzt. Nach. Oh. Ach. Ach ja. Hm. Hab doch gesagt nach rein. So. Ah, gut. Oh, das ist okay. Bereit zum Ausritt. Oh. Wartet er den? Nein. Er gibt uns ins Gesicht. Das sowieso. Das sieht so sehr an, das kann ich nicht weglassen.
Jetzt erstmal eine Karte ziehen. Ja. Und. Wird dann auch wahrscheinlich trotzdem den. Na? Mit einem. Na, ich würde mit einem Schild weghauen. Also mit einem Champion. Ja, genau. Mit einem Schild den Champion. Ja. Melde mich zum Dienst. Gut gekämpft. Keine Chance gehabt, haha, haha. Immerhin schon mal die 7, wieder Gold ein bisschen reinkriegen. Ist ja nicht so, dass du arm dran wärst, ne? Ich hätte immer noch gerne dein Gold. Kai. Ich werde ehrenhaft spielen gegen den Kai Genius. Kai Genius? Gegen einen Schurken, das würde ich schon an Anfangshand. Ja. Jetzt hat die Wächtermeisterin, das wäre perfekt. Ach, der geht auch. Das liebe ich ja, die oh Kombo. Ja, das die Kombo liebe gut, ich ja. Das ist super. Ja, die Kombo plus Taunt geben. Ha. Und mit da kein Minion dran vorbei huscht. Na egal, wenn er jetzt ein Minion spielt, bitteschön. Wenn er jetzt nur die Hero Power spielt und der einmal reinhaut, na viel mehr, bitteschön. Oh. Ja, komm, komm. Oh. Wir können doch eine Lösung spielen, dann hinterher als nächstes. Wenn der jetzt heute nochmal rein und denkt, jetzt habe ich nächste Runde, dann spiele ich alles. Ja! Und dann ist es lustig, ja. Ich muss jetzt Dolchfächer benutzen. Oh, kann er ruhig machen. Okay. Dann nehmen wir das Gottesschild doch dafür. Spielen erst die Erlösung und dann ja. Den Pyromanten nach links. Ja, bitte, weil sonst ist Erlösung. Ziemlich sinnlos, ja. Ja. Er heilt sich. Er hat es zumindest vor. Oh, hört ihn umbringen mit dem Backstep. Oh. Nee, der türkischen Klinge. Okay, jetzt wieder die Fragezeichen. Wer überlebt den Dolchfächer? Ach schön, er haut trotzdem den um. Ah gut. Soll man machen? Jetzt mach doch schon, Mensch. Ist er wieder. Jetzt Betrayal, Bonbon. Na gut. Gut gespielt. Okay, in dem Moment schmeiße ich dann meinen Drachen nach links. Ich glaube, er wollte Mäulchen drauf schmeißen. Hm. Drache nach links und ins Gesicht. Mhm, ja. Das ist richtig. In the face. Da kommt aber was Schönes dann raus. Wenn alles stehen bleibt. Wenn etwas stehen bleibt. Dolchfächer wäre halt sehr destruktiv für das Board. Das wäre jetzt böse, ja. Gut, aber die haben schon ihren Schaden erledigt und zwar in Massen. Also. So viele Möglichkeiten. Ja. Die haben schon viel Schaden gemacht. Wahnsinnig. Alle Karten, die liegen, haben ihren Tanz erledigt, außer die beiden. Der hat. Ja, gut. Der hat 10 Schaden gemacht oder 12 Schaden gemacht oder so. Was? Echt? Kopfnuss? Ja. Ja, bitte, danke. Und jetzt weitet er. Den aus. Jetzt 2 Vierer. Okay. Und haut den 3 Enzer weg? Nee, jetzt traut er sich nicht mehr. Ach.
War einfach? Okay, ist auch okay. Dann hau ich ihn jetzt einfach weg. Für die Gerechtigkeit. Dafür bin ich. Gut gespielt. Also das war eine sehr schnelle Runde, Kai Genius. Das war einer, ich gebe mir das ins Gesicht, Schurke. Es ging halt die Rechnung mal nicht auf. Ich habe damit gerechnet, dass er mit seinem Messer in den 3-1er reinstüpselt da. Das sind genau die Schurken, die ich am meisten mag. Einfach hinstellt und die machen das schon selber. Die töten sich dann selbst. Jutta gegen Jutta. Shakalaka. Und? Ja, okay, cool. Komm noch ein 2 Minion. Ah, ich versuch's nochmal. Ich will den 2 Minion, haben wir den Gottesschild Fuzzi. Shakalaka. Das ist okay. Du hast ein 2er Gottesschild für ein 2er Gottesschild. Oder ich hab ein Gottesschild für ein Get Down. Okay. Dann gucken wir mal, ob es ein Gottesschild, ob es ein Abwehr 1 ist und Abwehr 2. Heldenopfer. Okay. Vorteil ist, er hat nicht getroffen. Er hätte mich das Gottesschild treffen können, das wäre richtig kacke geworden für mich. Oh, hat ein eigenes Gottesschild. Weißt du was? Ich habe auch noch ein Gottesschild. Aha. Nicht mit mir. Dafür bin ich zuständig. Das war's. Das ist irgendwie so dämlich. Hey. Bisher ist unser Zug mal perfekt ausgeplant. Noch immer das komplette Mana benutzen. Nur hat er jetzt halt die Aggression, leider. Irgendwie durch den Moorkrabbler perfekte Option, dann spiel ich die Arte von der Schmiede. Oh ja, oh ja. Melde mich zum Dienst. Mein Schild für Argus. Na gut. Dann spiele ich Weihe. Oh. Und den Drachen, oder? Gib dem Drachen sicher, dass er den Minion reintradet, ja. Dann. Und dann. Sport und Gottesschild. Dann wird er mit dem hier reinlaufen, dem hier reinlaufen. Dann kann ich mit den beiden töten und den Oger spielen. Bin gut. Jo. Bei so vielen Gottesschildern hat uns nur. Hat uns, Oh. Ein Blutritter. Jetzt wird's gefährlicher. Oh. Ja. Ah. Der Vent, der ist halt fies für unser Deck, weil wir halt keine Kombo-Karten haben. Nee, nicht wirklich. Problem ist, der Oger frisst ja am Sonntag, hat er 2 Karten mitgenommen. Was wäre das Beste, was ich machen kann, leider. Melde mich zum Dienst. Einer, genau. Der Venture war jetzt echt fehl am Platz.
Eine Weile noch, eine zweite wäre schön gewesen. Aber ab jetzt ist Drachenweihe für 3. Das hält mir nicht auf. Man gibt uns ins Gesicht, okay. Jupp. Und dann mache ich den hier. Hau den weg. Und schon, das ist für mich nicht mehr so ein Verlustgeschäft. Das war's. Mhm. Den haut er jetzt zwar weg mit dem Schwert. Aber soll er ruhig machen. 4 ins Gesicht. Nächste Runde haben wir dann auch die Option. Sollte er quasi den stehen lassen, haben wir nächste Runde die Option von einem 3er-Charge. Weihe. Okay. Und ein Gottesschild. Gut. Das hat er getradet aber, oder? Nee, bin nicht. Autsch. Muss ich ja leider. Okay, so der 7er muss weg. Ja, der muss weg. Oh. Sonst haut er uns echt alles um. Ja, uns haut er um, weil er 7 Schaden macht. Und wir da nicht, ja, deswegen, ja. Nicht unsere Weihenantworten ziehen. Eure Magie wird euch nicht. Okay, Zauberbrecher ist nicht so schlimm. Trade mit allem. Das war schon unser Face natürlich. Wir haben noch 10 HP. Wir haben noch einen Healer hier drin. Der könnte jetzt noch langsam mal kommen. Oh, das ist auch okay. Oh, das ist okay, ja. Und die, genau. Könnt jetzt mal wieder Weihe machen für 2 Minions. Ich muss jetzt Kontrolle über das Board erlangen. Das geht nur, wenn ich alles wegtraden kann, was er spielt. Haben wir nicht noch einen Champion? Ja, klar, wir haben noch einen Healer-Champion. Oh. Oh, ein Bomber. Oberbomber. Melde mich. Die Eule. Was kommt jetzt noch? Eule. Ja. Ein riesiges Gewehr. Oh, das ist gut. Und tauschen. Einfach irgendwie tauschen. Melde mich zum Dienst. Weihe? Der gespielt. Ha! Ich kann eine Karte ziehen. Oh, schön. Und das werde ich auch nutzen. Ja. In den Kampf. Ja. Fein, dass es ein Silence ist, aber. Schaden ins Gesicht gemacht oder nicht? Also, das ist jetzt. Es ist halt auf die gefallen, dass das eine Weihe ist. Habe ich so lieber eine Kontrolle über mein Feld. Klar machen zum Entern. Oh, Chakalaka. Okay, das ist irgendwas, was Minions ziert. Gut. Wir können. Ja. Genau rein und. Also, gerade sieht es jetzt ein bisschen besser wieder für uns aus. Oh, Captain Grünhaut und Gold. Ich dachte, den kriegt man nur für alle Piraten auf Gold. Ich weiß nicht. Ich kriege mal ein paar Papageien dafür, genau. Melde mich zum Dienst. Und 4er ist weg. Ja. Aber hat seinen Dienst getan. Und ich spiele jetzt eine Weihe, damit ich Ballkontrolle bekomme. Reingeschmissen. Bei dem Moment habe ich jetzt nämlich immer einen Minion, der traden kann und einen Minion, der den Minion umhaut, der vorgespawnt ist. Das heißt, ich habe immer einen Angriff. Hoffen wir mal, dass er keine Weihe zieht. Nope. Aber er hat jetzt den Zwerg gezogen. Und jetzt haut er den 4-1er weg. Na, wir brauchen 3 Schaden.
Wir brauchen einen Schaden noch, ja. So. Ja, wir müssen einen trainen. Wir müssen den Einser trainen auf jeden Fall. Er könnte 5 Schaden. 5 Schaden, 5 Schaden. Es gibt keine Paderkarte, die 5 Schaden macht. Ich kann trotzdem den einen weg. Hau mal lieber weg. Er kann dem Zwerg nicht alles kriegen. Ja. Ja, deswegen. Jep. Hat schon irgendwie gemacht. Hm, okay. Gegen Jaina. Ihr habt es so gewollt. Banana Boss. Gegen einen Magier ist das kein schöner Anfang, aber auf die Gefahr hin, dass wir nichts anderes ziehen, behalte ich mal die Weihe. Ist bei unserer Kurve. Ich kann mir wieder überlegen, einen Minion zu erlösen, um mir am Leben zu halten. Ich fällt mir jetzt keine bessere Anwendung ein, wir müssen von Bordkontrolle bekommen und so kriegen wir die wenigstens so ein bisschen. Okay. Kann ich mit nachwürfeln? Da ging es recht. Dann kann ich nämlich jetzt die Hero Power spielen. Die wird redempt. Dann pinkt er rein wahrscheinlich. Dann pinkt er rein, steht wieder auf. Ich kann die wichtige Masse spielen und den umhauen. Oder auch nicht. Dann spiele ich den Gottesschild Fritze, weil ich meinen Redemption aufheben möchte. Ja. Lass ihn eine Karte ziehen. Nope, der steht wieder auf. Sorry. Da steht er wieder. Haha. Okay. Ich habe dann die mit dem Wichtchen. Also, wir haben die Option, wir könnten Gottesschild geben, reintraden, Minions spawnen. Das ist mehr Schaden als die Wichtelmeisterin, also machen wir das. Ja. Melde mich zum Dienst. Ja. Ja, das ist auch eine Anwendung für Kings. Oh ja. Dafür bin ich zuständig. Dafür bin ich zuständig. Gibt einen Frostball, das ist 2 für 2 und das ist ein gefährliches Minion, der hat schon einen getötet. Meine Augen sind offen. Vollkommen akzeptabel. Und in dem Moment werde ich kein Problem damit haben. Okay, wir haben 5 Karten. Wir haben 2 Optionen. Wir spielen die Wichtelmeisterin und ziehen dann 2 Karten. Oder wir spielen den hier. In dem Moment würde ich lieber den hier draußen haben, weil der überlebt gerade alles. Lieber den. Ja, lieber den als Trading. Und alles weghauen, ja. Dadurch haben wir auch die Option, eine 3 Damage-Weihe zu machen, wenn er denn der Meinung ist, jetzt Minions spawnen zu müssen. Das könnt ihr nicht ernst meinen. Oder spielt den da. Dann. Er hat nächste Runde einen Flamestrike. Muss da trotzdem mehr reinhauen, dann kann ich auch immer noch Weihe spielen. Das heißt, wir müssen überlegen, wollen wir den Flamestrike schmackhaft machen? Ja. Wahrscheinlich ja. Das heißt, ich spiele das und das. Oh, ich hab vergessen anzugreifen. Ah, Fehler. Ich hab's so früh gedacht. Okay, 4 Schaden. 4 Schaden können wir jetzt maximal verloren haben. Problem ist, es war schon so fertig, dass ich hätte eh schon gemacht, aber. Naja. Ah, 4 Schaden geht noch zu vergessen. Hat ja schon Schlimmeres gemacht.
Okay. Und 9 Schaden vergessen. Das ist schlimmer, ja. Okay, wir haben jetzt 4 Schaden verloren, gewonnen. Aber das ist nicht so schlimm. Nö. Nicht gut, nicht gut. So. Eier. Spinien und die Minion und das Gesicht. Und dann kommt der Flamestrike und wir haben dann trotzdem noch schöne Minions, die wir spielen können jetzt dann. Der Vorteil ist jetzt, wenn ihr jetzt einen Flamestrike spielt, haben wir eine super gute göttliche Gunst. Ja. Weil nur eine Karte spielen kann in der Runde. Ja. Ist er raus für 2 Karten. Und wir... Morgenschnitzel. Schade, dass er jetzt noch einen Mana-Minion hatte. Ja gut, das ist jetzt nicht so dramatisch. Ich stehe trotzdem für 2 Karten. Ja. Dafür ist er da, um wieder aufzufüllen. Und gute Karten sogar. Vaporisieren. Oder ein Minion-Copy. Ja. Dann wahrscheinlich ein Minion-Copy. Dann geben wir erstmal ein Gottesschild. Muss ja nicht so noch pingen. Und ist kein Minion-Copy. Komisch. Dann heile ich mich einmal. Ja. Und wir haben die Möglichkeit zu einem 4-Damage-Hammer. Er hat noch einen Flammenstoß. 4-Damage-Hammer. Leider schützt mein Drache dann am Vaporisieren. Obwohl, er kann auch Konter haben, aber trotzdem 4-Damage-Hammer ist mir jetzt irgendwie lieber. Das Problem ist halt nur, dann müssen wir nächste Runde den Kunden ins Face geben. Ach, ist egal. Ja. Aber wir können vorher noch den Frostwolf groß machen. Mit dem können wir reintrainen. Oh. Doch nicht. Frostbolt. Also wenn er Vaporize hätte, dann würde er eigentlich keinen Taunt dahin stellen. Könnte ein Eisblock oder eine Eisbarriere. Der hat dann 5 Leben. Das heißt, ich spiele jetzt den Murloc, um das Gottesschild wegzumachen, weil das nervt. Ja. Und der Plan ist eigentlich... 4-3er, dann tötet er den umsonst. Das ist doof. Ich spiele den Healerin dazu. Ja, deswegen dachte mir schon, Healerin ist doch gut dazu. Jetzt haben wir da 2 Jedis stehen. Er hat Meeresriesen. Ja. Gut. Wie geht der denn da vor sich hin? Ich weiß es nicht. Ich spiele jetzt den Sturmwind. Gibt damit einen guten Trade. Ja. Und ehrlich gesagt greife ich jetzt lieber nicht an. Falls es ein Vaporize ist. Ich gerade, wollen wir einmal den Riesen annagen? Oder? Die schönen Riesen reintraden. Dann würde ich hier reinlaufen. Dann kann ich lieber den hier reinschicken, anstatt die 5-5er. Lasst mich nach. Ja, schon. Nee, ja, lass. Ja, lass. Ist okay. Riese ist halt kacke gerade, weil er den 6-6er tötet und ich dann trotzdem noch einen Minion reinschicken muss. Wird dann aber den Taunt spielen. Auf jeden Fall. Ja, das hatte ich befürchtet. Dritter Flamestrike, okay. Ja, das war meine Befürchtung nicht, dass er doch noch einen Flamestrike irgendwo rauszieht. Ich gehe davon aus, dass er nicht noch einen Flamestrike hat. Wenn er noch einen hat, dann habe ich auch verloren. Auf jeden Fall. Und ich greife wieder nicht an, weil es immer noch ein Vaporisieren sein könnte. Hat jetzt, wenn es kein Vaporisieren ist, hat es jetzt schon 10 Schaden absorbiert. Eure Magie wird euch. Dann kommt der Silence. Na gut, das ist jetzt nicht so dramatisch. Monstrosität. Jetzt. Okay. Ach, das ist doch
Okay. Also, der Zweck Zweier, der. Der stirbt eh. Der so stürmen eh beide. Ja. Ist egal wie. Ja. Und dann würde ich jetzt langsam mal auf Vaporize eventuell testen, beziehungsweise den. Ich will den 8-8er jetzt erstmal wegmachen. 8-8er wegmachen jetzt. Ja. Spielen wir noch einen Kurser von da. Ist doch gerade ein bisschen doof mit dem beschissenen Secret. Da hätten wir mal irgendein kleines Minion noch, was wir reinschicken. Wir hätten diesen blöden Taunter nicht gespielt. Ja, ist definitiv ein Vaporize. Problem ist halt, dass er immer ein Minion voraus ist und demzufolge immer mich wegpingen kann. Nicht mehr jetzt. Doch, er kann immer pingen. Ich muss irgendein Minion reinschicken. Pingen. Ich muss irgendeine Karte da reinschicken. Ich kann das nicht mit der Hero Power wegmachen, weil ich immer einen Minion hinten bin. Ah. Stimmt, stimmt. Da hat er noch seinen scheiß Ping. Jetzt muss ich ins Gesicht hauen, weil sonst bin ich nächste Runde. Oh, jetzt kann ich mehr pingen. Ist gut. Oh, ich hau einmal ins Gesicht, um, um zu wissen, ob es eine Eisbarriere ist. Nee, okay. Könnte zu Feuerball gezogen haben, dann bin ich trotzdem tot. Hat er noch 7 Karten im Deck? Ich habe noch 6. Die Wahrheit ist eine Sonnenläuferin. Schön. Ach Gott. Tot. Also, wenn ich eine Weile ziehe, bin ich jetzt tot. Ich habe nicht mehr viele Karten und noch eine Weile drin. Oh, ist auch okay. Nee, ist gut. Nee, ich bin trotzdem tot. Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Ja, Trader. Melde mich zum Dienst. Ich hab nur 3 Runden. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Der hat 7 Karten noch einen Flames, einen. Oh, hat einen Prosper gezogen, oder? Nein. Eine Heilerin. Ah, jetzt kann ich aber endlich das scheiß Siegel auslösen. Juhu. Ja, war zu stolpen. Okay, gut. Dann jetzt die Heilerin da weg. Ja. Na komm. So. Na? Jetzt aber Heilerin weg, alles spielen und ab ins Gesicht. Oh Gott, das ist. Wir müssen so viel Schaden auf dem Feld haben wie möglich, um ihn in 2 Runden zu töten, bevor er in 3 Runden. Je nachdem, was er jetzt noch in den letzten. Je nachdem, was er jetzt da drin hat. Er hat Pink Minion, das heißt, er hat jetzt mal keine Karte zum Traden jetzt. Panda. Ja. Der kann die Hero Power Mission reinlaufen. Das heißt, wir haben. Wenn er. Oh, eine Weihe. Noch besser. Nee, das macht keinen Schaden auf uns, dann kann er den pingen. Nee, ich kann jetzt keine Weihe spielen, die mache ich zum Finishen. Ja. Hau einfach jetzt alles weg und immer ins Gesicht. Je nachdem, wie es geht. Letzte Karte, die entscheidet. Oh Gott, ja. Gewonnen. Oh Gott sei Dank, ey. Hui. Das war anstrengend. Ja. Gott, ey. Oh ja, Gerechtigkeit des Lichts in Gold. Juhu. Yay. Die bringt ja auch viel, die Karte. Da habe ich nur vor einer Sache Angst. Jetzt haben wir dann 3 Runden über in die zweistelligen nacheinander. Das heißt, jetzt erwartet ja jeder von mir, dass ich immer dreistellig bin. Das heißt, ich kann gar keine schlechten Runden da mehr nehmen. Oh mein Gott. Also, wenn ihr das seht hier, es werden auch mal schlechte Runden kommen. Das ist jetzt nur Zufall. Das ist nur, wenn die Routen zu schlecht werden, dann nehme ich sie nicht, weil dann macht es auch keinen Spaß zuzuschauen. Ja. Ja, die Gottesschild-Minions sind viel zu gut. Einen behebe ich auf. Die lassen wir drin. Einen hebe ich auf, einen lasse ich weg. Jep, jep, jep. Oh, ich muss. Wieder. So. Hirschband vorgebeugt. So, hat er einen Frostbolt. Ja.
und wenn, wäre es ja nicht schlimm. Für so ein... Hat er nicht. 3-2er. Dann habe ich ein kleines Gottesschild. Oh, er hat mich mal was richtig zum... Ja. Gottesschild. Aber das kann aber wieder so böse sein wie bei dem anderen gerade, ne? Ne, nur dass er keinen extra Schaden hat, um das Gottesschild wegzumachen. Halt sie einmal. Dann nutze ich das Gottesschild dafür. Und zwei ins Gesicht. Und damit er nicht pinkt. Doch, war Gottesschild? Gibt ein neues Gottesschild drauf. Ja! Nächste Runde hämmern wir irgendwas, der Spieler mit das Gottesschild da bleibt, damit wir dann einen sehr großen Crosswolf machen können. Obwohl, ich kann nicht hämmern, wegen dem hier. Scheiß. Dann bleibt das Gottesschild nicht. Na, dann traden wir alles rein und... Ach, schade, ich würde jetzt... Wir hier können hier trotzdem... Er stirbt dann leider. Er stirbt dann aber leider. Also entweder ich schicke beide... Er stirbt entweder rein durch und Ping, dann pinkt oder? Den tot. Dann kann ich auch nur das spielen. Ja, hast recht. Ist egal, also, wie rum. Ich meine, es macht jetzt nicht wirklich... So habe ich dann quasi ein Minion mehr auf dem Feld. Ach, ich hätte noch zwei Schaden, der kriegt ja auch Schaden. Ah, mein Fehler. Ein Schaden weniger ins Gesicht gemacht. Na gut. Merken, sollten wir einen Schaden verlieren. Ich meine, bei Magi hat es nicht viel ausgemacht. Er hatte 7 am Ende. Ja. Okay, in dem Moment spiele ich dann Kings. Dafür bin ich. Hat ein Minion gekillt mit Gottesschild, hat ein Minion gekillt mit Segen der Könige und wird jetzt noch eine Karte essen. Also absolut alles richtig gemacht. Oh, das ist gut. Okay, jetzt würde ich den Erzmagier spielen, wenn ich so eine Flamestrike könnte und so nicht. Und deckt ins Gesicht. Hey! Macht er trotzdem und tauscht so. Das ist auch okay. Na, es gibt günstigere Sachen. Deswegen spiele ich jetzt einfach die Wichtelmeisterin und eine Hero Power. Ja. Sollte dafür noch ein Flamestrike verwenden für eine Karte, dann kann ich auch eine Weihe spielen, ohne dass es mir wehtut. Ja, tut's uns denn weh? Wir haben 3 Weihen. Sollte er das Board liegen lassen, gibt es einen schönen Sturm und Champion. Nö, er tradet so. Hat der Tiger jetzt zwar... ist das ein 2 für 2? Ist okay. Und es ist trotzdem ein guter Sturm und Champion mit 2 Minions auf dem Feld, wenn er nichts wegbringt. Nö, er pinkt. Schade. Dann... wir haben noch keinen Schaden genommen. Oh, Krabbler. Du kommst wie gerufen. Oh ja. Oh ja. Und dann Hero Power. Nein, will ich tauen. Yay, der eine Damage. Der macht's nachher. Mäh. Ah, lieber den gemäht als einen von denen gemäht. Jetzt sind da 2 Karten. Okay. 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 Oh, wir haben die Mürgelwürgel. Oh! Sturmwind-Kombo. Ist Drache. Nummer 2. Okay. Er mäht. Er fiel. Würde ich jetzt die Schmieren spielen? Und den 4-3er? Den kriegst du mit Frostburg eigentlich. Das ist ein 6-6er dann. Ja.
Ist aber noch so ein Fireball-Nähe, aber naja, gut. Ja, aber der ja, nee, auch. Ist okay. Und ich würde jetzt auch den einen Einer schon hier reinschicken, dass er den hier einfach wegpinkt. Yep. So zwinge ich ihn wenigstens damit zu traden irgendwann. Weil die killt sich von selbst sowieso auf bei ihr runter, der halt nicht. Hoffentlich können wir mal die Weihe spielen. Ja, also würde ich jetzt Drachen ziehen, dann kann ich mir 3 Damage Weihe machen. Dann ist die Wichtelmeisterin auch mit weg. Ja, gar nicht so schlecht. Irgendwie ist er eingeschlafen oder was? Naja, ich habe mir keine. Elektriker wahrscheinlich, wie er den wegmacht. Ah, mit dem Feuerball oder dem Schieb oder dem Frostbolt und dem Frostbolt und der Eislanze und dem. Er fragt sich, wie viel Schiebs der hat. Frostbolt, klar. Na, er hat einen Kriegsfuß gespielt und wird wahrscheinlich jetzt Frostbolt. Und den Sturm reintreten. Gut. Mage, dir läuft die Zeit davon. Ah, okay. Und pinkt. Okay, dann. Wollen wir Karte ziehen? Ziehen wir 2 Karten. Ah, ich will mich noch nicht heilen eigentlich. Spielen wir den, ziehen 2 Karten und vielleicht können wir was Neues spielen dann. Die ist okay. Wollen wir dem Gottesschild geben? Nee. Pinkt er einfach nur weg. Er pinkt einfach nur weg. Ich frage halt, ob noch ein Flintrack hat, aber ich kann es nicht. Ja, deswegen denke ich, habe ich ja überlegt, wegen. Dann pinkt es immer noch weg. Ja, natürlich, aber dann kann er kein Minion mehr spielen. Ja, aber. Lasst mich nachdenken. Na gut. Nee, man kann es doch anders machen. Man kann es doch wie. Ach, links. Er kann ja nur kein Minion mehr spielen. Das ist halt gerade das, was ich denke. Und er kann uns dann 7 ins Gesicht gehen, dann können wir uns heilen. Und dann haben wir ein großes Minion da stehen. Gerechtigkeit. In der nächsten Runde. Haut den einfach weg. Oder mit noch einem Feuerball. In der nächsten Runde haben wir dann eine schöne Kombo. Ich hoffe, er haut den jetzt hier rein, weil sonst habe ich ein Problem. Okay. Hätten wir sowieso gehabt. Die Wahrheit ist mein Schild. Wieso haben die alle nur wir nicht? Weiß es nicht. Oh ne. Ist trotzdem eine gute Weihe. Ja. 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 Mich zum Dienst. Das Dingo. Ja. Oh, jetzt schützt er sich aber. Jetzt schützt er sich. Okay. Na, frisst er den Mana noch auf. Er muss ja einen reinrennen und pingen. Interessanterweise. Hm? Hat noch einen Frostbolt. Okay. Gut, wir haben da so einen Schützen. Ja, ist halt schade, dass er den getötet hat mit dem. Ja, klar. Ah, den muss ich jetzt lieber erschießen. Und jetzt hätten wir unsere Waffe nicht benutzen können so lange. Nee, wir werden jetzt auch permanent eingefroren, wahrscheinlich. Bis der endlich mal tot ist.
Wir bräuchten noch eine Weihe. Wo ist denn die? Eine ist noch drin, in den letzten 7 Karten. Ja, dann schwingen wir. Der Vorteil ist, wir haben, glaube ich, noch. Aber wir haben noch ein paar. Ein Gotteschild ist noch drin, glaube ich. Mhm. Ein Sturmwind? Zwei sogar noch drin. Nee, sind beide noch drin. Nee, einer ist gestorben. Ach nee, einer ist ja gestorben. Ah ja, stimmt. Oh, wunderbar, ja. Und einen Ogre hätten wir noch. Oh, er tradet. Oder was? Grizzly Bear. Da haut er. Ein Pyromant. Jetzt hätte ich gerne die nächste Weihe. Come on, Weihe. Ah, nee. Feenrache leider nur. Na gut. Ja. Ja. Melde mich zum Dienst. Es ist gut, dass der Pyro sich auch tötet. Dabei. Könnt ihr jetzt einen Zauber in mein Gesicht schmeißen, die beiden damit töten und muss ihn trotzdem noch reintraden, glücklicherweise. Was soll ich nur tun? Ja. Gut. Bringt der Feuerball jetzt wenig? Wieso? Ist doch egal, ob ich jetzt getroffen hätte oder nicht. Es war eigentlich dieser, für mich der bestmögliche Treffer. Weil ich dadurch am wenigsten Schaden genommen habe. Ich würde mich eher bedanken jetzt. Ja. Ach, da ist die Weihe. Hey, die bringt uns jetzt viel. Spielt ihr gern mit Feuer? Noch einer. Mhm. Und er hat noch 6 Karten im Deck, das heißt, ich hebe die Weile lieber auf und haue den Waffe weg. Mhm. Das einzige Gute ist, er pinkt uns nicht tot. Mhm. Was eigentlich heißt, dass er keinen Pyro in der Hand hat. Oder generell im Deck hat. Doch, aber er weiß, dass er uns nicht schnell genug tot kriegt, bevor wir ihn umgehauen haben. Das ist ja ein Pyro. Sowas von uns ist ein Pyro. Na, wer weiß. Das ist vielleicht doch nur ein Feuerball. Ah! Oh, ich glaube, ich habe die Weih aufgehoben. Ja, und gut, dass du das Schwert schon benutzt hast. Das wird, macht, ach stimmt, hast recht. Los. Das war die richtige Entscheidung dadurch. Ich spiele es mit der Lösung für einen Minion auf dem Feld zu behalten. Mhm, ja. Und ab ins Gesicht. Und der ist nicht so Runde tot normalerweise. Wenn er jetzt kein Secret noch hat oder so. Da ich den zuerst ausgespielt habe, stirbt er sogar nicht. Dann wird der wiederbelebt, glaube ich. Ist, glaube ich, der Minion, der zuerst wiederbelebt wurde, gespielt wurde, der dann wiederbelebt wird. Nee, der stirbt. Ja. Ja, die stimmen ja gleichzeitig. Die stimmen ja gleichzeitig. Wann denn? Hätte er noch ein AOE gezogen. Na, hat er nicht. Hätte auch nicht. Hat doch alle schon weggehabt. Noch einen Blizzard haben können, oder noch einen Flamestrike. Man kann nie genug Flamestrikes haben. Siehst du doch aber selten. Er war bei 11 Siegen. Das heißt, er muss ja Flamestrike gehabt haben. Noch mehr. Als die 4, die er schon hatte. Uta gegen Jaina. Ihr habt es so gewollt. Ich werde eher. Okay, Mörkelgürkel Removal behalten wir mal. Und hoffen auf einen anderen 2er Drop. Na gut, wenigstens die. Ich kann nicht spielen, Weihe. Na, wir können Karten schienen. Sonst aber jetzt gerade herzlich wenig. Tja. Melde mich zum Dienst. Soll ich ganz ehrlich sagen, wenn er jetzt nur pinkt, ziehe ich Karten. Hm? Schade. Na, no. Aber Us, hehe. Schon mal raus. Auch gut. Mehr Luck. Mehr Luck. Mehr Luck, mehr Luck. Ich habe 7 Karten. Ich habe 6 Karten, habe dann 5 und kann 2 Karten ziehen. Mhm. Oh, Sturm im Champion. Schwert wäre schön gewesen. 0. Dann spielen wir weiter mit Miro Powers.
Er könnte jetzt noch 2 HP Minion spielen. Ja, macht er auch. Das ist schön. Dann spiele ich jetzt nämlich die Weihe, weil ich die nächste Runde das riesige Gewehr abschießen kann. Hättest auch das Gewehr abschießen können. Und er hätte vielleicht eingetradet. Ja, aber er hätte möglicherweise, das wäre auch 2 Fallen gewesen, hast du schon recht. Weil ich wollte es nicht rischieren, dass er irgendwelche gefährliche Kombinationen dann spielt. Ah, ein Bersi. Wie Bersi zum Beispiel. Bersi zum Beispiel, müssen trotzdem wegschießen. Mhm. Und hoffentlich ein Hammer ziehe oder Schwert. Da habe ich da 5 Schaden genommen oder das pinkt sogar noch mehr. Aber. Oh, hat auch ein riesiges Gewehr. Hm. Oh, schön. Na gut, aber dann. Bufft er sich ja nicht. Okay. Ja. Wir können jetzt den Wächter der Könige spielen. Der kann er nicht mit dem Bersi einfach so töten. Er kann aber mit beiden reinlaufen. Ich könnte auch Panther spielen, Hero Power, Frostwolf. Hat dann einen sicheren Weg, den zu töten. Ist, glaube ich, mir lieber. Es wäre wahrscheinlich besser. Das ist mir lieber. Und, ach, ich kann nicht Hero Power spielen. Ich kann maximal noch Minion dazusetzen. Nicht den hier noch dazu spielen. Aber. Trotzdem ist es noch besser. Also. Und ich gebe ihm Gottesschild. Da kann ich auch nicht so eine Gottesschild geben. Melde mich zum Dienst. Wobei, nee, das Gottesschild lenkt ab. Ich spiele das Gottesschild jetzt schon. Dann kann er nämlich keine. Bösen Sachen machen. Da ich denke, ich kann jetzt hier reinlaufen. Und dann kann ich mit dem da schön den jetzt traden. Soll er mal reinlaufen, bitte? Schade, nimmt den kleinen. Zum Enragen. Das soll eine Waffe sein? Mit dem sechsten Gesicht. Okay. Das ist okay. Ah, es ist aber 4, was jetzt auf dem Feld liegt. Ja. Hm. Wird irgendwie immer mehr. Gut, der Sturmwind wird jetzt benutzt, um Minions zu töten, so viel es geht. Oder spiel ich den Sturmwind? Kurz rechnen. Also, ich könnte den leider nicht töten, außer ich schicke beide rein. Dann hätte er noch 10 Schaden hier. Hab aber 8 Mana. Ich frage mich, ob. Und ich habe noch einen 5-3er von der Sorte. Ich könnte auch den hier rein. Dann könnte der Pinkert auch 8 Schaden. Das macht keinen Unterschied, nur verliere ich dadurch. Hat er ein Minion weniger. Nö. Erzittert vor der Macht, Sturmwind. Dafür bin ich zuständig. Feuerball. Geht der Ewe da rein, genau. Und der hat ins Gesicht. Aua. Zehn Schaden. Ich heile mich noch einmal hoch oder hoffe auf eine Weihe. Weihe wäre mir lieber gewesen. Ne, Steffen, ich muss mich erstmal hochheilen. Mhm, ja. Melde mich zum Dienst. Ah, Blizzard, jetzt sind wir tot. Ah, dieser scheiß Blizzard. Hm. Der ist noch schlimmer als der Flamestrike, finde ich. Maximal eine Weihe. Wenn wir jetzt die Weihe ziehen, haben wir noch eine Chance. Ne, haben wir nicht. Wir sind trotzdem tot. Es gibt keine Karte, die uns jetzt noch retten kann. Ich kann nur versuchen, ne, ich kann nicht mal Karten ziehen. Sachen spielen, Weil ziehen und wenigstens zu wissen, wir hätten es fast geschafft. Gut, kam einen Karte zu wenig, leider die Weihe. Mhm. Und hätte der nicht seinen Blizzard gehabt, dann hätten wir es. Und dein Blizzard, ja. Aber
immer gut. Noch nicht so dramatisch. Wir haben noch. Hm. 12-2? 12-2 und 11-3 ist beides super. Ja. Ich treffe einfach das Beste, dann habe ich wenigstens nicht mehr diesen Bane, dass ich 3 Zwölfer nacheinander hatte und dann nur noch Zwölfer machen darf. Irgendwie immer nur Magier. Bandur. War nicht der gleiche? Okay. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, obwohl ich jetzt Gottes Schild wegpacken werde, weil ich die rauscallen werde. Mhm. Wein auf der Hand zu haben, ist gar nicht so schlecht. Nee, ist nicht schlecht. Aber zwei auf einmal. Oh, da ist er wieder. Okay, das ist gut. Können wir in Ruhe die Wächtermeisterin rauskommen. Boah, ob ich jetzt nächste Runde nur Hero Power spiele oder diese Runde nur Hero Power spiele, ist egal. Wächtermeisterin gibt mir sogar mehr Kraft, weil sie vor allem nicht removal werden kann für 3 Mana. Deswegen. Jetzt ist sie gerade besser. Lass die Schmerzen sprechen. Der ist natürlich ideal jetzt. Er kann 3 Karten ziehen, ich kann das nicht verhindern. Ja, einfach ins Gesicht. Jetzt bräuchten wir dann unsere Gunst, wenn er da Karten zieht. Auf in die Schlacht, Mane! Oh, gut, würde sie. Okay. Okay. Noch ein Spiel, das ist eine schöne Weihe. Okay. Ich finde es trotzdem noch eine schöne Weihe. Ist eine recht akzeptable Weihe nur noch, aber. Ja, ich weiß, wegen dem. Das, weil wir jetzt quasi unsere Minions verlieren, bis auf einen. Ja gut, aber die ist eins einer. Wir können ja nächste Runde dann. Können wir es mit 3 AP wegsturmlanzen? Oder sonst die Schmieden spielen, wird er ja nichts mit 3 AP spielen. Oh, Kodo. Wenn er nur noch. Oh, Kodo! Kodo, Kodo, Kodo. Ja. Kodo, Kodo, Kodo. Kommst du da? Schmieden. Essen wir ein paar Feuerbälle. Hm. Spielen wir gegen einen Magier, das heißt, nächste Runde ist Kacke. Deswegen spiele ich nur die Sturmlanze und schieße das Ding da weg. Auf jeden Fall, also viel muss weg. Sonst kann alles Bell so billig raushauen. Weil würde ich gerne für die Drachen-Weihe-Kombo aufheben, also gucken wir uns mal drum rumspielen können. Oder nicht. User entered your channel. Okay, damit kann ich verhindern, dass er den Morgen pinkt. Das heißt, er muss ping, reinhauen und dann kann ich nächste Runde eine vernünftigere Weihe spielen. War eigentlich nicht die ich möchte. Aber immerhin schon mal eine. Hm. Okay. Ich glaube, er tradet. Ah, okay, so. Klar, so wie ich gesagt habe. Perfekt. Ach. Großover macht das Spiel ein bisschen anders, dann kann ich die große Weihe aufheben. Für die Gerechtigkeit.
kannst du dann nächste Runde. Das heißt, er wird uns wahrscheinlich einfrieren wollen. Deswegen bleibt er 2 erleben. Ich kann eine 3 Damage Weihe gut einsetzen. Oh, hat ein Schwert. Gut, aber der Urs stirbt ja gleich mit. Ja, das ist nicht so dramatisch. Würde mich halt nur freuen, wenn wir den Yeti nutzen, traden und nicht den Wasser Elementar. Weil sonst steht da noch ein Yeti übrig. Aber ich nehme an, dass er die HP auf dem Wasserelementar höher einschätzt als die auf dem Yeti, weil das Wasserelementar mich davon abhält, noch eine Waffe zu zücken. Wunderbar, dankeschön. Danke. Okay, perfekt. Oder eine schöne Weihe. Und wir haben ja gleich mal unsere 2 Champions auf der Hand. Auch nicht schlecht. Bonk. Drachenmörder. Kriegen wir noch eine Weihe. Wäre schön. Wäre schön. Das gibt's doch nicht. Nee, nur ein Blade Master. Ach. Ah, wenn er Pyro hat, sind wir dann so gut wie tot, leider. Aber ich kann ihn nicht verhindern. Ja. Weihe Nummer 3 wäre am schönsten. Den Hadefuzzi hat man auch noch nicht gespielt, ne? Der könnte auch noch kommen. Welchen Fuzzi? Den großen Heiler. Ah ja, der könnte jetzt auch. Den können wir noch gebrauchen. Man wird in nächste Runde versuchen, Karten zu ziehen. Je nachdem, wie viel er noch übrig lässt. Ich meine, das ist vielleicht Pyroschlag, 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 Feuerball. Kinder die Magier. Irgendwie macht der gerade gar nichts. Wird jetzt wahrscheinlich, wie er uns tötet. Was tun, was tun? Dann geht er ins Gesicht. Oh, er tradet. Traden ist gut. Ja. Traden hätte mir halt eben keinen Pyroschlag. Dann hätte er mir voll ins Gesicht gerammt. Okay. Dann hat 3 Karten. Krieg ich jetzt keine gute raus. Melde mich zum Dienst. Ich kann eine Karte ziehen, wenn ich das drauf anlegen möchte. Ich glaube auch, das werde ich tun, weil besser wird es nicht mehr. Hm. Und das ist die Weihe. Ist gut. Das heißt, wenn er uns Gesicht geben sollte... Oh, Flamestrike ist nicht so gefährlich. Vor allem kann ich jetzt nicht mehr einsetzen. Feuerball. Und dann tauscht er hier. Und Pink hier noch. Hm. Gut, ich will trotzdem die Weihe. Trotzdem, ja. Trotzdem Weihe. Und ich spiele den 4-3 jetzt einfach nur mit, weil nicht ins Gesicht geschlagen werden. Die hätte jetzt den auch den der Könige geben können, weil Risiko eingegangen hätte noch ein High Lord und Sheep oder sowas. Was soll ich nur tun? Oh, Feuerball. Gesundheit. Ach man. Seid ihr für das hier bereit? Und Arcana Geschosse? Oder einfach nur so? Ups. Vielleicht auch einfach nur so? Ah, falsch schon gespielt. Haha. Okay.
Ja, Sturmwind und Feenrache. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Ah, schade, getroffen. Und nicht mehr pingen. Für Nasjata. Unmagiert. Oh, Risiko. Das ist jetzt ungünstig für meine HP. Ich bin, glaube ich, tot nächste Runde. 4 plus 5 plus 3 macht 11. Ja, ich bin leider tot. Schade. Wir hätten leider gut, nicht aber 11-3 ist auch gut. Nimm da so viel mit, wie es geht. Melde mich zum Dienst. Hat er mehr Antworten gezogen als wir. Schade. Gut gespielt. Aber 11-3. Drei. Weggemaged. Haben wir nicht haben. Aber wir wurden echt weggemaged in den letzten drei Runden, ne? Ja, dreimal ja sogar. Egal, da muss ich keine 12 irgendwas für Siege vorlegen. War alles Absicht. Vor allem ist die Folge 1,5 Stunden lang. Oh Gott. Na gut, 4 Gold. Juhu, kurzzeitig die 4000. War nicht lange. Yay! Hast recht, das funktioniert. Siehste? Siehste. Schön. Das lag daran, dass ich den Ton wieder angemacht habe. Genau. Gar nicht wahr. Ja, doch. Das ist wohl ganz akzeptabel. Das haben wir auch geschafft. Also, du hast ja gestern noch gesagt, ja. Du willst einen Rang hier haben. Okay. Du siehst so aus, weil beim nächsten Mal die 3. Oh, Mage. Ja, Mage. Wollen wir auch nochmal 12 Siege machen mit dem Mage. Wer weiß. Ja, wir magen andere. Warlock ging es letztes Mal schief. Also, wenn es ein Warlock wählt, kann es sein, dass es dann trotzdem nicht kommt. Weil, wenn es schief geht, dann geht es schief. Ne? Auf jeden Fall erstmal danke fürs Mitspielen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.